Wenn du alles richtig hast, dann kriegst du 2 Sternchen und einen Elefantenstempel. Ein Sternchenstempel. Ich habe noch Klebesternchen. Das nächste Mal. Okay. Das ist in der Tat die einzige Volksschulerinnerung, die ich habe, dass es Sternchen gibt. Das war der einzige Grund, einen ganzen Zettel voll mit Mimi voll zu schreiben. So, also. Das erste. Aber eben diese physikalischen dimensionalen Einheiten. Aber wir machen das anders. Das habe ich zwar eh schon hergezeigt. Okay, Ladung. Eigentlich gehört noch eine Spalte hin, wo man irgendwie eintragt, was ist das überhaupt? So anschaulich. Was ist denn Ladung so anschaulich? Elektronen, die irgendwo zu viel drin sind. Ja, Elektronen, die zu viel sind, das ist gut. Ich lasse es durchgehen. Ja? Wenn es zu wenig sind, ist es auch geladen. Dann ist es halt eine negative Anzahl von Elektronen, die zu viel da sind. Die Ursache der Kraft. Mit sowas haben wir auch kein Problem. Ja. Im Aufzug, da müssen noch 2 reingehen, damit wieder 0 drin sind. Genau. Ja, die Ursache der Kraft, also wenn du jetzt quasi das D-Feld anschaust, die Ladungsdichte, die Raumladungsdichte, die Quellendichte, das D-Feld. Genau, aber das ist eigentlich das Objekt, mit dem wir uns auseinandersetzen, eigentlich die Ladung. Meistens tun wir das halt nicht, indem wir uns über die Ladung selber Gedanken machen, sondern wir beschreiben die Dinge, die auf die Ladungen einwirken im Sinne von Spannungen, und wir beschreiben die Bewegungen von diesen Ladungen im Sinne von Strömen. Okay, was ist das Formelzeichen von der Ladung? Q. Die Einheit? Ein Coulomb, super. Extra Sternchen für dich. Und das Einheitszeichen? C. Okay, wir haben hier ein Ding mit dem Formelzeichen U. Was zeichnet die Spannung? Genau, die Einheit der Spannung ist mit dem Einheitszeichen V. Genau. Okay, was ist anschaulich, die Spannung? Der Wasserstand in einer Flasche. Ja, also das ist... Gut. Potenzial. Masse. Ja, relativ zur Masse. Das ist, also mit dem Wasserstand. Ich mag das mit dem Wasserstand nicht so sehr, sondern ich denke mir lieber geschlossene Gefäße im schwerelosen Raum, die dann unter Druck stehen. Und das ist der Druck. Der Druck im Elektronengas, genau. Das ist eine Vorstellung, die ich sehr, sehr schön finde. Aber man könnte es natürlich auch, weiß ich nicht, das Potenzialfeld, in dem Ladungen bewegt werden können, zum Beispiel. Ne? Wohin, und da habe ich Kraft aufwenden müssen, weil es gegen diese Spannung war und eine potenzielle Energie. Also es gibt viele Möglichkeiten. Okay, Ampere. Was messen wir in der Einheit Ampere? Strom, genau, mit dem Formelzeichen I und dem Einheitszeichen A. Genau. Die Einheitszeichen sind von diesen ersten 3 Zeilen relativ einfach. Und, dann haben wir das Einheitszeichen Omega. Was messen wir mit einem Widerstand? Genau, was ist die Einheit, die wir damit Omega abkürzen? Ohm und das Formelzeichen R. R, danke. Gut, was ist der Leitwert? Der Kehrwert. 1 durch R, der Kehrwert, Reziprokwert vom Widerstand. Formelzeichen ist G, habe ich schon gehört. Ja. Die Einheit? Siemens. Oder? Mo. Mo, genau. Ein Mo. Das machen die Amis, so wie ich jetzt auch mal, Farad und Henry. Aber
zwingt mich nicht, das auszusprechen. Und wenn man Mo hat, dann macht man halt ein O, um das am Kopf steht. Das freut alle Textsätze, wenn man sagt, da habe ich einen griechischen Buchstaben genommen, der steht halt am Kopf. Aber im Mac System Satz ist er drin. Ah ja, das ist gut. Aber man könnte doch 1 durch Om und Omega hoch minus 1 schreiben. Ja, es ist halt dann... Also wenn man dann Omega hoch minus 1 schreibt, dann ist es nicht mehr wirklich, das, dann fühlt es sich nicht mehr an, wenn eine eigene Wahrheit einhält, sondern dann ist es einfach. Also ich mag den Namen Siemens viel lieber. Aber das hängt wahrscheinlich einfach davon ab, wo man sozialisiert worden ist. Und dann lernt man einfach von Kind auf. Das heißt, heißt Mo und dann denkt man auch gar nicht mehr an Kühe, wenn man den Leid hat. E und W. Was ist das für ein Formelzeichen? Energie und Arbeit, genau. Und da es halt die gleiche physikalische Dimension hat, steht es beides hier. Das heißt, es gibt quasi auf einer gewissen Ebene, macht es keinen Sinn, zwischen Energie und Arbeit zu unterscheiden. Aber was haben wir heute gesagt, was ist Energie und was ist Arbeit? Ja, Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Und was ist Arbeit? Die Arbeit zu machen. Genau. Gut, die Einheit. Joule, genau. Und das Einheitszeichen? J. Die Einheitszeichen sind alle. Also bis aufs Ohm sind die Einheitszeichen. Das Ohm ist so absurd, dass man sich allein davon merkt. Gut, was messen wir in Watt? Die Leistung. Was ist die Leistung anschaulich? Arbeit pro Zeit. Genau, Arbeit pro Zeit. Wenn ich die gleiche Leistung doppelt so lang mache, dann habe ich doppelt so viel Arbeit. Das ist völlig kontraintuitiv, wenn man das quasi mit den Alltagsbelegungen für diese Wörter interpretiert, aber physikalisch gesehen ist es so. Die Leistung, welches Formelzeichen verwenden wir? Wir haben da jetzt ziemlich lange herumgeworfen. P und das Einheitszeichen für Watt. W. Okay, so, also das war das erste Beispiel. So, und dann die anderen sollten jetzt schnell gehen. Was ist denn das Ohmsche Gesetz als Form? Ja, machen wir mal das Dreieck. Nachdem du das Dreieck jetzt heute schon zum zweiten Mal ansprichst. Machen wir das Dreieck, wo ist mein Stift? Da muss ich mir nur eins merken, ich bin faul. So. So, das ist dieses Dreieck, das du meinst. Genau, wenn ich das da mal habe, dann kann ich quasi eine beliebige Größe rausnehmen und das, was dann stehen bleibt, ist die rechte Seite. Nicht? Also ich kann das U rausnehmen, dann habe ich RI. Und ich kann das R rausnehmen, dann habe ich R ist U durch I, oder ich kann das I rausnehmen, dann habe ich I ist U durch R. Also das ist ein das ist eine Eselsbrücke. Für mich ist irgendwie die Grundform, was jetzt Ohmsche Gesetz anzuschreiben, genauso wie bei den meisten, nicht allen Gesetzen, so, dass man eine Darstellung nimmt als Gleichung, wo man ohne Brüche auskommt. Dann ist es quasi die schöne, die natürliche Form. Und das wäre halt U ist gleich R mal I, dass man das natürlich auch anders anschreiben kann, dass ich schreiben kann, R ist U durch I oder I ist U durch R. Das ist eine algebraische Trivialität. Aber führt immer noch zu Belustigungen, wenn man sagt, erstes, zweites, drittes Ohmsche Gesetz. Gut, also das war das Ohmsche Gesetz. Und alles von dem wäre natürlich richtig. Also wenn es den Testwert nicht kontrollieren müsste und man macht jetzt nur diese Pyramide, dann ist es wahrscheinlich so, dass es davon abhängig ist, ob ich jetzt ob ich diese Eselsbrücke kenne oder mir denke, was ist das für ein seltsames Symbol. Was es dann noch gibt als Eselsbrücke ist das Rudi. Das bezieht sich quasi auf diese Darstellung, dass ich jetzt dann sage, R ist U durch I und das ist dann Rudi.
Ja, wenn es jemandem hilft, sich das zu merken, vielleicht weil es so besonders dämlich ist, das ist ja ganz praktisch, dann sei das auch nochmal erwähnt. Gut, also das war das Ohmsche Gesetz. Das hätten wir jetzt quasi zum letzten Mal in so einer Form schön strukturiert wiederholt. Gut, formulieren Sie das Kirchhoffsche Stromgesetz in Worten. Rein ist raus. Schön. Genau. Also, es ist gut, Falkner, das merkt man sich. Was geht rein und raus und wo geht es rein und raus? Die Summe aller Ströme, die in einen Netzwerkknoten hineinfließen, müssen auch wieder rausfließen. Genau, also Ströme war quasi das Was und der Netzwerkknoten ist dieser Ort, um den es geht, in dem offenbar keine Ströme anfangen oder enden, sondern immer nur durchgehen. Es gibt so einen Stau. Ja, also es gibt ja Fälle, wo das Stromgesetz in dieser Form nicht gilt. Also wie wir die gemacht haben, wenn ihr euch erinnert, habe ich gesagt, das sind eigentlich Annahmen. Nicht? Also man sagt umgangssprachlich, und ich habe auch keine Hemmungen, das hier zu schreiben, das Kirchhoffsche Stromgesetz, Kirchhoffsche Spannungsgesetz. Streng genommen müsste man sagen, die Kirchhoffsche Stromannahme und die Kirchhoffsche Spannungsannahme. Und wenn man zufällig in einem System zu tun hat, in dem diese Annahme gültig wird, wird alles viel einfacher. Und glücklicherweise können wir im Allgemeinen bei unseren Schaltungen davon ausgehen, dass diese Annahmen gelten. Das heißt, wir tun so, als wenn das Naturgesetze sind. Aber das Kirchhoffsche Stromgesetz gilt eigentlich auf unendliche Zeit gesehen. Wenn ich jetzt einen Kondensator auflade, dann fließt eigentlich... Ja. Nein, weil fließt ja auch, kommt auch wieder raus. Ich darf in der Netzwerkanalyse einen Kondensator nicht durchschneiden, weil dann das Stromgesetz nicht mehr gilt. Nicht? Dann hätte ich quasi eine Platte, da fließt Strom rein, eine andere Platte, da fließt Strom raus. Und dann kann ich zwei Kunstgriffe machen. Entweder, das, was ich gerade gesagt habe, wir schauen uns das Innenleben von einem Kondensator nicht an, alles Magie, und wir schauen nur die beiden Anschlüsse, und dann sehe ich, da kommt was rein, da kommt was raus, alles ist super. Oder wir definieren den Verschiebestrom dem Strom gleichgesetzt. Und der Verschiebestrom ist nichts anderes als die zeitliche Änderung des D-Feldes. Und wenn ich dann quasi hier Strom reinschicke und da Strom rauskommt, baut sich in der gleichen Zeit dazwischen ein D-Feld auf, und der ist betragsmäßig gleich groß. Das heißt, wenn ich das dann so wie Strom behandle, dann wird das auch wieder passen. Dieses Kondensator-Durchschneiden ist immer ein Problem, da gilt dann Kirchhoff sehr schnell nicht. Und das kann man auch mal locker haben in einer Schaltung, dass ich da quasi einen Kondensator selber gebaut habe, ohne das zu wollen. Also es kommt selten vor, dass jemand das Bauteil nimmt, in der Mitte durchsägt und sagt, ha, jetzt gibt Kirchhoff nicht mehr. Aber dass man zwei Leiterbahnen hat und die sind halt sehr nahe beisammen und das hat dann eine ähnliche räumliche Anordnung wie in einem Kondensator, dann hätte ich doch das gleiche Phänomen und damit habe ich einen Kondensator gemacht, ohne es vielleicht zu wollen. Und wenn ich mir dieser Tatsache nicht bewusst ist, da ist ein Kondensator, dann würde ich irgendwie sehen, bei der einen Leiterbahn, da verschwindet Strom auf magische Weise, bei der anderen taucht er auf, da gilt Kirchhoff nicht. Das klassische Beispiel, wo sonst Kirchhoff noch nicht gilt, ist Metall-Metall-Übergänge. Heute verfolgen uns Metall-Metall-Übergänge, wahrscheinlich, weil wir angefangen haben mit dem Seebeck. Wenn ich einen Metall-Metall-Übergang habe und dort fließt ein Strom aus, dann sammelt sich an dieser Übergangs-, an der Metall-Metall-Schicht auch eine Ladung an. Wenn ich dann eben da einen Wechselstrom habe, der mal mehr wird, mal weniger, dann habe ich dort quasi ein Ladungsdepot, das sich aufbaut, wieder abbaut, sich aufbaut, wieder abbaut, und damit gilt das Stromgesetz nicht. Dieses Ladungsdepot ist aber meistens irrelevant klein für alles, was wir uns anschauen in der Elektronik. Oder aufgrund von Symmetrieüberlegungen nicht wirklich relevant, weil ich quasi irgendwie einen Stecker habe und dann habe ich irgendwie einen Wechsel von einem Metall auf ein anderes Metall und dann von diesem zweiten Metall wieder auf das gleiche wie das erste und dann hebt sich das wieder auf. Kommst du jetzt auf die thermoelektrischen Effekte? Der Seebeck wäre ein thermoelektrischer Effekt. Das ist einfach nur... Der Peltier und der Seebeck-Effekt, genau. So sind auf die Metall-Metall-Übergänge gekommen. Aber da ist es einfach bei jedem Metall-Metall-Übergang, beim
Peltier, beim Seebeck-Effekt hängt es davon ab, was die Seebeck-Konstante von einem entsprechenden Medium ist. Und bei dem Effekt hält es davon ab, was das Epsilon von dem Medium ist. Also wenn ich zwei Metalle habe mit dem gleichen Epsilon, dann gilt das Kirchhoffsche Stromgesetz noch. Habe ich zwei Metalle mit unterschiedlichen Epsilon, dann habe ich diesen Effekt, dass sich dort Ladungen ansammeln. Ich denke da an einen Bandgenerator, der Ladung auf eine große Metallkugel pumpt, aber das ist so ähnlich wie ein Kondensator, wieder nehme ich mal. Das ist wie ein Kondensator, genau. Also da hast du halt einen Kondensator nicht durchgeschnitten, was man sich vorstellen kann, ein kleines Bauteil, ich schneide es durch, sondern hast einen sehr großen Kondensator um dich herum aufgebaut. Richtig. Aber über unendliche Zeit gesehen entladet sich der auch und dann war die Summe der Ströme wieder gleich. Muss er gar nicht. Also wenn ich quasi nicht sage, ich schneide den Kondensator durch und ich betrachte ihn als Bauteil, dann ist eh alles okay. Über unendliche Zeit gesehen in Summe gilt es auf jeden Fall näherungsweise. Also ich kann natürlich eine Wechselgröße haben, die jeden Tag hin und her schwingt, aber wenn ich dann quasi irgendwie die ganzen Ströme, die da durchgeflossen sind, aufaddiere über die Jahrmilliarden und Jahrmilliarden auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dann ist wurscht, ob heute gerade ein Lade- oder ein Entladetag ist, das fällt nicht mehr ins Gewicht gegenüber diesen gigantischen Zahlen. Aber das Interessante an diesen Dingen ist, wenn man die Bauteile, also sogenannte konzentrierte Bauteilelemente betrachtet, also alles sehr klein und nah beieinander ist, im Vergleich zur Wellenlänge des Signals. Und diese Signale sind mit Lichtgeschwindigkeit, das heißt alles, was wir so aufbauen, was mit einer halbwegs normalen Frequenz läuft, erfüllt dieses Kriterium. Da gilt das eben für jeden Zeitpunkt, dass ich quasi sagen kann, in jedem Zeitpunkt, zu dem ich diese Schaltung betrachte, kann ich sagen, bei jedem Knoten ist die Anzahl der zufließenden und abfließenden Ströme 0. Und was gilt noch zu jedem Zeitpunkt, das Kirchhoffsche Spannungsgesetz? In jeder vollständigen Durchlauf, in jeder vollständigen Staffel ist die Summe der Spannungen 0. Genau, also in jedem Umlauf in der Schaltung, also einen beliebigen Weg, den ich gehe und ich komme dann wieder dorthin, wo ich angefangen habe, ist die Summe der Spannungsabfälle von diesen Wegstrecken, die ich in der Schaltung zurückgelegt habe, die ist 0. Was im Grunde nichts anderes heißt, dass ich jedem Punkt in der Schaltung ein festes Potential zuordnen kann. Da haben wir dieses Bild gehabt von den Höhenlinien bei einem Berg. Und ich gehe herum und ich kann quasi mitzählen, wie viele Meter gehe ich rauf, wie viele Meter gehe ich runter. Und wenn ich dann im Kreis gegangen bin und ich bin an dem Punkt, wo ich angefangen habe, dann werde ich auf der gleichen Meereshöhe sein wie an diesem Punkt. Also ich werde nicht durch relative Änderungen meiner Meereshöhe beim Umhergehen auf dem Berg irgendwann das schaffen, dass das Gipfelkreuz 100 Meter höher hängt. Schwingungsschaltungen? Bei Schwingungen ist das wurscht, es ist bei induktiven Prozessen gilt das nicht. Also wenn ich eine Spule habe und ein sich änderndes Magnetfeld, dann habe ich genau das, dass dieses, wir haben das Wort konservatives Feld eingeführt, wenn ihr euch erinnert, für eben Felder, die diese Eigenschaft haben, dass ich dann Kreis gehen kann und die Summe der Änderungen, die ich dann überwunden habe, ist 0. Wenn das erfüllt ist, ist es ein konservatives Feld. Und wenn ich eine Spule habe und dann habe ich in dieser Spule ein B-Feld, das sich verändert, also ein magnetisches Feld, das sich verändert, dann habe ich um diese Feldänderung in diesem Spulenkörper genau das, dass ich im Kreis gehen kann und ich stelle dann fest, am Schluss ist es nicht null, sondern ich habe im Kreis herum gemessen und komme auf eine positive oder negative Zahl. Da gibt es, wenn man ein bisschen sucht, gibt es ein Video von dem MIT-Physikmenschen, wie heißt er, den Namen vergessen, der zeigt genau das. Der hat eine große Spule, der hat rundherum potenzialfreie Oszis, dann macht er da einen großen Puls im B-Feld, indem er da eine Spule auflädt und dann abrupt den Strom abtritt. Und den misst er zeitgleich mit diesen Oszis auf. Und dann sieht man quasi, der hat im Kreis gemessen und von da nach da eine positive Spannung und von da nach da eine positive Spannung und von da nach da eine positive Spannung und von da nach da eine positive Spannung. Das heißt, hier ist es 1 Volt höher als hier. Und das kann natürlich nicht sein. Es kann aber sein. Aber es ist halt kein konservatives Feld mehr. Also und da gilt dieses Kirchhoffsche Gesetz nicht. Aber das ist für einen Physiker ist das wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, dass es eine Annahme ist. Für jemanden, der Elektronik macht, da kann man praktisch immer ausgehen davon, dass das gilt und darum nennen wir es ein Gesetz und wir betrachten es als etwas, was immer gilt, weil man muss wirklich enormen Aufwand betreiben, um zu zeigen, dass es obskure Situationen gibt, in denen das nicht mehr gilt.
Also für uns ist ein Gesetz, wenn man sich in einer Schaltung im Kreis bewegt, ist die Summe der überwundenen Spannungsabfälle 0. Und damit folgt dann, man kann jedem Punkt in der Schaltung ein festes Potenzial, elektrisches Potenzial zuordnen. Gut, Textbeispiel. Das erinnert eher an das, was wir vorher gerechnet haben. Lineare Quelle liefert im Leerlauf 100 Volt, im Kurzschluss 10 Ampere. Wie groß ist die maximale Leistung, die an einer ohmschen Last mit dieser Quelle umgesetzt werden kann? Und welchen Widerstandswert muss diese Last haben? So. Also. Machen wir es als Stromquelle oder als Spannungsquelle? Machen wir als Spannungsquelle, haben vorher auch Spannungsquelle gehabt. Dann haben wir hier 100 Volt. Mit einem Innenwiderstand und einem Lastwiderstand. So. Als Stromquelle wäre interessant, weil das kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen. Wir können das nachher mit der Stromquelle machen, wenn du möchtest. Also. Schauen wir mal. So. RI ist was? RI ist, was ich beim Kurzschlussstrom, U durch I. U durch I, ja, ist U durch I. Also, RI ist in dem Fall 100 Volt durch, was haben wir? 10 Ampere. Also 10 Ohm. Gut, jetzt haben wir die Frage gehabt, was muss RL sein, damit die an RL umgesetzte Leistung maximal ist. Da haben wir uns gerade vorher angeschaut, was das Gleiche, also ich schreibe einfach hin, ist gleich RL. Damit hätte man die erste Fragestellung beantwortet, wie groß muss dieses... Die zweite. Gut, dann haben wir noch die erste Frage. Da haben wir dann die halbe Spannung. Genau. Also wir haben, das ist ja ein Spannungsteiler. Wir haben die halbe Spannung hier von der Kurzschlussspannung, von der Leerlaufspannung. Wir haben einen halben Strom von dem Kurzschlussstrom. Das heißt, wir können sagen, P ist gleich 100 halbe Volt mal 10 halbe Ampere. Und das ist 5 mal 50 ist 250 Watt, stimmt das? Ja, 1000 durch 4. Natürlich, danke. So. Gut, und damit werden beide dieser Fragen beantwortet. Und wir sind jetzt noch in einem Feld, wo man solche Sachen noch gut ausprobieren kann. Es sind auch noch Werte, wo man, 100 Volt, da kann man sich schon ordentlich wehtun, aber wo man argumentieren kann, diese Sachen einfach mal auszuprobieren. Wenn ich ein Kraftwerk zum Beispiel bauen möchte, dann sage ich nicht, ich probiere mal aus, wie das mit der Leistungsanpassung ist und so, sondern da überlege ich mir das vorher. Und wenn ich jetzt eine Elektronikschaltung ausprobieren möchte, aufbauen möchte, und ich weiß schon, ich werde jetzt den ganzen Tag sitzen und hunderte Bauteile einlöten, dann werde ich nicht weit kommen, wenn von Anfang an meine Strategie war, ich nehme mal irgendwelche Widerstandswerte und dann probiere ich halt aus, welche passen. Weil dann habe ich dort sehr viele Teile, die natürlich alle miteinander wechselwirken. Das heißt, es schadet nicht, sich diese Sachen alle ausrechnen zu können. Auf dem einen oder anderen Weg. Man muss ja nicht immer die gleiche Strategie verwenden. Man kann auch ein Programm verwenden zur Schaltungssimulation, mit so man solche Sachen machen kann. Aber diese Dinge ausprobieren zu können, ohne sie in Hardware testen zu müssen, ist auf jeden Fall ein massiver Gewinn für die Umsetzungszeit von einem Projekt. So, du wolltest wissen, wie das ist, wenn wir da eine Stromquelle haben? Wir müssen es nicht unbedingt ganz durchrechnen, nur so weit, dass ich es kapiere. Im Grunde genau die gleiche Überlegung. Was ist der Unterschied zwischen einer Spannungs- und einer Stromquelle? Ich weiß da warum. Die Stromquelle liefert konstante Strom, die Spannungsquelle konstante Strom. Also ist ein konstant. Ja. So, also das wäre dann so. Ideale. Und wir haben 10 Ampere hier. Wir wissen, dass das hier 10 Ohm sind. Einfach nur aus Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom. Wir wissen ja nicht, ob das quasi intern so aufgebaut ist oder anders aufgebaut ist. Ja, und jetzt kann ich entweder hergehen und kann sagen,
na gut, ich weiß, dass das äquivalent ist zu einer Spannungsquelle, ich wandle das in eine Spannungsquelle um und mache es genauso wie vorher. Oder ich überlege mir das gleiche Wissen, dieses R muss auch 10 Ohm sein und dann sehen wir hier diese Parallelschaltung und wir können im Grunde auch genau das gleiche sagen, es muss der halbe Strom sein, weil es ein Stromteiler ist, es muss die halbe Spannung sein von der Leerlaufspannung. Also es ist eigentlich nicht, ich wüsste jetzt gar keinen Schritt, der wirklich anders ist als hier, weil das Einzige, was wir uns hier echt ausgerechnet haben, ist der Innenwiderstand. Ja, das andere war die Parallelschaltung, weil ich habe mich gefragt, wenn man da Ja, aber bei einer Stromquelle ist der Innenwiderstand immer parallel zur Quelle. Wenn man es in Serie macht und nimmt den weg im Leerlauf, dann hat man ja viel mehr als 100 Volt. Ja. Also wenn man die ideale Stromquelle hat einen parallelen Innenwiderstand. Die ideale Spannungsquelle hat einen Serieninnenwiderstand. Das ist der. Aber wenn man das dann hat, ist es eigentlich 1:1 gleich, weil ich habe zwar hier mit einem Serieninnenwiderstand aufgezeichnet, aber eigentlich in der Berechnung hier keinen Schritt verwendet, der so eine Schaltung voraussetzt, sondern ich habe einfach nur die Leistung ausgerechnet, also den Widerstandswert ausgerechnet. Ich weiß, für Leistungsanpassung muss der Lastwiderstand gleich groß sein und dann habe ich mir hier aus den beiden Daten ausgerechnet, was die Leistung ist und die ändern sich ja nicht, ob das innen eine Strom- oder Spannungsquelle ist. Also eigentlich haben wir hier nur allgemeine Informationen verwendet über ideale Quellen, und sind gar nicht darauf eingegangen, ob das jetzt innen mit Spannung oder Stromquelle ist. Und was gibt es da für reale Beispiele für solche Stromquellen? Ah, du warst das letzte Mal nicht da, wenn wir Stromquellen gemacht haben. Ja, es ist ein Jahr her bei dir. Na, zwei. Ja, wir sind nach langer Diskussion draufgekommen, dass man Stromquellen in der Praxis sehr gut suchen muss. Also es ist eher etwas, dass ich eine Anwendung habe und mir dann überlege, für diese Anwendung war eine Stromquelle genau das Richtige und dann schaffe ich eine Schaltung, die sich so verhält wie eine ideale Stromquelle. Vielleicht abgesehen von natürlich in der Photovoltaik zum Beispiel hast du schnell Sachen, die sich eher wie eine ideale Stromquelle als wie eine ideale Spannungsquelle verhalten. Aber genau genommen, wenn man diese Sachen sich näher anschaut, kommt man darauf, das verhält sich alles irgendwie und die Modelle, die wir jetzt haben, sind so oder so viel zu einfach. Aber Photovoltaik, eine klassische Stromquellengeschichte. Gut, das war unser Test. Genau, also wir haben einen Spannungsteiler. Das heißt, die Kurzschlussspannung, die 100 Volt, also die Leerlaufspannung, die 100 Volt, teilen sich auf die Hälfte. Das heißt, die 100 Volt halbe sind klar. So. Jetzt schauen wir uns den Strom an, der fließt. Wenn ich das hier kurz schließen würde, hätte ich dann nur RI, dann fließen 10 Ampere, das ist Teil der Angabe. Kurzschlussstrom ist 10 Ampere. Jetzt habe ich hier aber einen RL, der gleich groß ist wie RI. Das heißt, ich habe den Widerstandswert, der dem Strom gegenübersteht, verdoppelt. Und wenn ich den Widerstandswert verdoppelt, dann halbiert sich der Strom, der fließt von dieser Spannungsquelle. Wir können aber auch uns das genau umgekehrt vorstellen. Wir können das Stromquellenbeispiel nehmen. Und wenn wir ein Stromquellenbeispiel nehmen, dann ist das ja ein Stromteiler. Das heißt, es ist ganz klar, dass wir den halben Strom sehen werden am Lastwiderstand. Aber wir müssten jetzt ein bisschen nachdenken, welche Spannung wir sehen werden. Und natürlich, da steht eine lineare Quelle. Also es ist Teil der Angabe, diese Annahme. Das ist eben nicht ideal, weil es einen Innenwiderstand hat. Genau, es ist eine. Wir haben das im Skriptum reale Quelle genannt und meistens nennt man das dann auch reale Quelle und meint aber mit real nicht das, was man wirklich in der Realität findet, sondern eine lineare Quelle. Das ist ein schöner Kompromiss zwischen, was man gut berechnen kann und wie sich Sachen in der Realität verhalten. Aber es ist Teil der Angabe. Lineare Quelle. Das heißt genau das. Weil lineare Quelle heißt, dass die Stromspannungskennlinie von diesem Bauteil eine Gerade ist. Sonst wäre es nämlich nur über zwei Punkte auch nicht genau definiert. Aber wenn ich eine Gerade habe in einem Graphen, reichen mir zwei Punkte und die habe ich hier gegeben mit Leerlauf und Kurzschluss.
weil ich im Leerlauf, also 0 Ampere, 100 Volt habe, da habe ich meine beiden Koordinaten, und im Kurzschluss, also 0 Volt, Lastspannung, habe ich 10 Ampere, das ist mein zweites Ordinatenpaar, und die definieren mir dann eben, warum schaltet sich der jetzt immer aus? Schauen wir, ob das was hilft. Gut. Zu viele von diesen Dingen. Das ist ja, glaube ich. Genau, also das ist einfach Teil der Angabe. Wenn eine lineare Quelle da steht, ist genau das gemeint, dass es eben diesen linearen Bezug zwischen Strom und Spannung gibt. Die muss man noch denken, ich weiß es nicht. Ich habe sie gesehen, also als ein Ideal, als eine Strom, eine Spannungsquelle mit also Widerstand oder so. Oder genau. Aber dass man sie. Sonst wäre der Kurzschlussstrom nicht begrenzt, das wäre ja unendlich. Aber. Ja, aber ideal wäre. Aber wie man das, dass man das dann umgekehrt aussehen kann, das habe ich jetzt nicht verstanden. Als ideale Spannung, also als Spannungsquelle, als Strom, ideale Achso, das war das letzte Mal. Haben wir uns das angeschaut. Wir haben hier eine lineare reale Spannungsquelle und da haben wir einfach, da war ich dann übervorsichtig, beide Worte hineingeworfen und damit und da habe ich den Innenwiderstand stehend gezeichnet, schön, dass das ein Spannungsteil ist, also das ist quasi der Spannungsquelle mit Innenwiderstand und wir haben uns dann überlegt, wie schaut denn die Stromspannungskennlinie von dieser Schaltung aus und sind eben auf dieses Bild gekommen und da hätten wir, wenn gar kein Strom fließt, hätte man da den Leerlaufspannung. Wenn wir es kurz schließen, also kein Spannungsabfall an der Last ist, dann hätte man hier den Kurzschlussstrom. Und für alle Punkte dazwischen haben wir nur diese gerade Linie, wobei die Steigung dieser Linie hier minus R ist. Weil halt fällt, nicht steigt. Also negative Steigung. Und dann haben wir das gleiche Spielchen gemacht für die Stromquelle. Wir haben angefangen mit der Schaltung. Und uns überlegt, wie ist denn da das Verhalten zwischen Strom und Spannung in dieser Schaltung? Und sind dann auf dieses Bild hier gekommen und sind drauf gekommen, die Bilder sind identisch. Also wenn ich irgendetwas habe, was so charakterisiert ist, dann kann ich nur aus dieser Stromspannungskennlinie nicht sagen, ist das eine innere Spannungsquelle mit Serienwiderstand oder innere Stromquelle mit Parallelwiderstand, weil das äußere Verhalten gleich ist. Das Einzige, was ich machen könnte, wenn das so eine Blackbox ist, was könnte ich machen? Genau. Jemand stellt mir eine Schuhschachtel auf den Tisch und sagt, da drinnen ist eine lineare, reale Quelle und ich wette mit dir, du wirst nicht erraten können, ob die eine innere Spannung oder Stromquelle verwendet, dann schließe ich es kurz und wenn es anfängt zum Brennen, dann war es eine innere Spannungsquelle. Und die Stromquelle wird von selber warm, wenn man nichts anschließt. Da braucht man nichts anschließen, genau. Also und da sieht man, wie stark in der Praxis die Dominanz von Spannungsquellen ist. Also Stromquellen braucht man immer wieder, das ist auch ein sehr praktisches Konstrukt, aber man denkt so viel in Spannungsquellen. Man denkt irgendwie, was Kurzschließen, das ist ganz, ganz böse. Da können die Dinger kaputt werden, aber alles offen ist völlig okay. Aber für die Stromquelle ist es genau umgekehrt. Die Stromquelle, die fühlt sich im Kurzschluss, fühlt die sich wohl. Aber wenn ich die im Leerlauf betreibe, dann möchte ich halt, wenn das eine 1 Ampere Quelle ist, zwei Anschlüsse, die will, dass zwischen diesen Anschlüssen 1 Ampere fließt. Und wenn halt dazu das Gas, also die Luft dazwischen ionisiert werden muss, damit da ein leitender Kanal steht, die Quelle macht das, wenn sie ideal ist. Nicht? Wenn sie nicht ideal ist, dann sagt sie irgendwie, naja, mehr als 1 Kilovolt ist aber... Und dann tut sie nichts mehr. Und da sieht man eben wieder, dass das Wort reale Quelle eigentlich total irreführend ist, weil wenn ich eine... Darf ich fragen, ob eine Solarzelle dieser parallele Innenwiderstand ist oder machen wir das in der Pause? Machen wir das in der Pause. Aber die kurze Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus mit Photovoltaik. Da hat immer so eine hohe Spannung. Oder bei einer Transistorschaltung. So, also, das war unser Test. Schauen wir das mal ein bisschen.